Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Darum wird es heute unter anderem gehen. Ich möchte Ihnen gerne im zweiten Teil meines Vortrags die Heilkraft des Humors, die verschiedenen Spielarten von Humor näher bringen, von der einfachsten Art zu lachen bis hin zur höheren Kunst, nämlich der Fähigkeit, über sich selbst zu lachen. Die einfachste Art, Menschen zu erheitern, ist Witze erzählen, lustige Anekdoten, Schwänke aus dem eigenen Leben oder schlagfertige, humorvolle Bemerkungen machen. Es gibt ganz verschiedene Arten von Witzen, also angefangen von den kompletten Nonsens-Witzen oder surrealen Witzen wie »Warum haben Fische Schuppen?« »Ja, wo sollten Sie denn sonst Ihr Fahrrad unterstellen?« Also dieser Witz lebt von dem Wortspiel, dem Wortwitz. Sprachwitze basieren auf der Doppeldeutigkeit von Wörtern oder darauf, dass man gängige Sprichwörter oder Redewendungen verfremdet oder wörtlich nimmt. Ein paar Beispiele zur Doppeldeutigkeit. Warum trinken Veganer kein Wasser? Weil es aus dem Hahn kommt. Oder was sucht jemand, der den Bäckerberuf ergreifen möchte? Ein Ausbildungsplätzchen. Und ein Wortspiel, ein englisches, über Trump, der sich ja immer wieder als Witzblattfigur regelrecht angeboten hat. Also ich glaube, es gibt keinen Politiker, über den mehr Witze und Cartoons verfasst wurden, als über Trump. Trump has two parts of the brain. A left one and the right one. In the left one, there is nothing right, and in the right one, there is nothing left. Ein Beispiel für Sprichwörterverfremdete. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Drum haben wir mehrmals gelogen. Oder ein Beispiel für das Wörtlichnehmen einer Redewendung kombiniert mit der Doppelbedeutung des Wortes Gras und Marihuana, ein Ratschlag, den man älteren Menschen erteilt. Also, statt ins Gras zu beißen, solltest du es lieber rauchen. Hat was, finde ich. Zu den Sprachwitzen gehören auch Schüttelreime, wie zum Beispiel oft hängt bei einem forschen Mädchen die Tugend nur am morschen Fädchen. Oder man konnte mich in Jugendjahren schon mit dem Worte Tugend jagen. Auch Aphorismen, wie bei Oscar Wilde bekannt, man kann eine Versuchung nur bestehen, in der man ihr erliegt. Oder à la Woody Allen, wenn es kein Unglück gäbe, dann hätte ich überhaupt kein Glück. Witze mit politischem oder gesellschaftskritischem Inhalt, die gehen schon so in Richtung Satire. Satire ist Humor, der seine Geduld verloren hat. Satiren sind bissig, sind boshaft, um auf Missverständnisse aufmerksam zu machen. Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen. Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger. Warum sollte ein Volksvertreter aus der Art geschlagen sein? Oder zum Thema Political Correctness, also Zigeunerschnitzel und Mohrenkopf darf man ja nicht mehr sagen. Geht Führerschein noch? Wir kennen auch den schwarzen Humor. Er verspottet Tabuthemen wie Tod, Krankheit, Behinderung, Katastrophen und ist oft makaber, skurril bis geschmacklos. Mami, ich will nicht nach Amerika. Mami, ich will nicht nach Amerika. Sei ruhig, schwimm weiter. Mama, ich mag Großvater nicht. Mama, ich mag Großvater nicht. Schweig still, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Oder
Was macht ein Leprakranker, wenn er eine hübsche Frau sieht? Er wirft ein Auge auf sie. Das ist wieder ein Beispiel für das Wörtlichnehmen von Redewendungen. Also Witze leben von Überraschungseffekten, von Pointen, von Übertreibung, Untertreibung, Doppeldeutigkeiten, Anspielungen und Paradoxien. Also wenn Sie mehr erfahren wollen über Techniken der Witzkonstruktion oder darüber, warum Sie lachen, wenn Sie lachen, dann empfehle ich Ihnen das Buch von dem Theologen und Philosophen Eike Christian Hirsch, Der Witzableiter oder Schule des Lachens, ein Klassiker über die Psychologie des Lachens. Also ein sehr vergnügliches, unterhaltsames Buch, garniert mit 700 erlesenen Witzen. Ich möchte dazu bemerken, dass jemand, der am laufenden Band Witze zum Besten geben kann, für mich nicht unbedingt ein humorvoller Mensch sein muss, nämlich dann, wenn er Witze erzählen instrumentalisiert oder missbraucht zur Selbstdarstellung und nicht merkt, wenn sein Publikum nur noch gequält und genervt aus lauter Höflichkeit grinsend dabei sitzt. Also für mich gehört zu echtem Humor auch Einfühlungsvermögen, ein Gespür dafür, wann welche Witze in welcher Situation angemessen sind und in welchem Ausmaß. Anspruchsvoller als Witze zu erzählen ist die Fähigkeit, im Alltag Komisches zu entdecken, also einen Sinn zu entwickeln für Schräges, für Widersinniges, offen zu sein für Lächerlichkeiten und Merkwürdigkeiten des Lebens. Also ich denke, unser Alltag hält genug Absurdes bereit. Also es kommt nicht nur darauf an, dass uns Komisches einfällt, sondern es muss uns auffallen. Und ich denke da an Situationskomik, an unfreiwillige verbale Entgleisungen, an Ironie des Schicksals, an die Tücke des Objekts oder an slapstickartige Verkettung unglücklicher Umstände. Ich werde Ihnen zur Veranschaulichung jetzt einige eigene Beispiele nennen. Das fällt mir leichter, als irgendwelche künstlichen Fallbeispiele zu konstruieren. Ein Beispiel zur Situationskomik. Mein Mann und ich, wir saßen neulich auf dem Münsterplatz bei einem Weinchen und da erschien eine hübsche junge Kellnerin mit einem Tablett und rief laut über den Platz: Wer kriegt eine Latte? Sie meinte Latte Macchiato und mein Mann und ich, wir schauten uns an und mussten losprusten. Pfui. Ja, oder ein Beispiel für einen typischen Freudscher Lapsus. Ich stand in E-Mail-Kontakt mit einem Bekannten und es ging um das Thema Empfängnisverhütung. Und als ich ein paar Tage später meine Mail nochmal durchlas, entdeckte ich, dass ich statt Empfängnisverhütung Verhängnisverhütung geschrieben hatte. Also offenbar hat sich da mein Unterbewusstsein selbstständig gemacht und sich in Motorik umgesetzt. Oder ein Beispiel für die Verkettung unglücklicher Zufälle. Auf einer Indienreise hatten mein Mann und ich eine einfache Holzhütte so in der Botanik gemietet und ich musste nachts aufs Klo, wollte meinen Mann nicht wecken und tastete mich im Dunkeln vor. Und während ich unter der Tür stand zum WC, plumpste etwas auf meinen Kopf und glitschte kalt und schleimig an mir herunter, also ich war unbekleidet, habe mich furchtbar erschreckt, habe dann das Licht doch angemacht und sah zu meinen Füßen ein völlig geblendetes, paralysiertes Fröschlein sitzen und ich dachte, na gut, musste mit leben, ist halt so. Und während ich auf dem Klo saß, um mich zu erleichtern, hüpfte mir doch dieses dämliche Vieh zwischen den Beinen hindurch in die Kloschüssel. Und ich fand mich morgens um 3 in Goa kniend vor einer Kloschüssel wieder und mit bloßen Händen, ich hatte kein Gefäß, ein vollgepinkeltes Fröschlein aus dem Wasser zu retten.
was sich übrigens als recht undankbar erwies, insofern als das Fröschlein einfach davonhüpfte, anstatt sich in einen wunderschönen Prinzen zu verwandeln. Naja, ich gestehe, ich habe es auch nicht geküsst. Und noch ein letztes Slapstick-artiges Erlebnis, was ich hatte letztes Jahr, als ich zum ersten Mal meine Vorträge zu Hause auf Video aufgenommen habe. Also Corona-bedingt, weil ja öffentliche Veranstaltungen nicht möglich waren. Ich saß also in meiner Küche allein vom Smartphone. Schon das fand ich relativ schräg, sollte mir da ein Seniorenpublikum vorstellen und locker über den Hocker rüberkommen. Also erster Versuch, morgens um 8, frisch und munter. Es lief alles wunderbar, kein Versprecher, kein Aussetzer. Ich war total stolz, nur um dann festzustellen, dass ich vergessen hatte, die Strippe von meinem Mikro, das ich umhängen hatte, in das Smartphone zu stecken, mithin kein Ton da war. Okay, zweiter Versuch, mittendrin rattert unsere Kaffeemaschine los, die, wenn sie sich automatisch ausschaltet, mit lautem Getöse spült. Ich war schon etwas genervt, startete den dritten Versuch, war nicht mehr so ganz konzentriert, versprach mich des Öfteren und dachte, also das kannst du nicht stehen lassen, das ist ja peinlich. Wagst du noch einen vierten Versuch? Und ich meinte, ich hätte wirklich an alles gedacht. Ich hatte die Türklingel abgestellt, alle Telefons im Haus, also in der Wohnung abgestellt, die Eismaschine, die bei uns im Kühlschrank integriert ist und die auch Krach macht, wenn sie das Wasser ansaugt. Also ich weiß auch nicht, warum all diese Küchengeräte sich immer so lautstark bemerkbar machen müssen und ich ständig von meinem Induktionsherd angepiept werde. Aber gut, ich dachte nun wirklich, ich habe an alles gedacht, aber ich hatte wiederum die Kaffeemaschine vergessen, die natürlich prompt wieder loslegte. Also ich war dem Schreikrampf nahe und habe gedacht, so jetzt fünfter Versuch, letzter Versuch, dann gebe ich es auf. Ich hatte eine Checkliste, wirklich sämtliche technischen Geräte in der Wohnung stillgestellt, auch die Eismaschine, aber aus irgendeinem Grund war sie verstopft. Und mitten im Vortrag klackerten lauter Eiswürfel auf den Steinfußboden. Aber ich blieb stoisch, cool, redete drüber hinweg und damit muss mein Publikum jetzt leben, man hört es im Hintergrund. Ja, eine Fundgrube wirklich für Alltagskomik bzw. für surreale oder skurrile Realsatire ist die deutsche Bürokratie und Gesetzgebung oder auch die Politik. Kennen Sie die Sendung Extra 3? Die gibt es immer mittwochs im NDR, also ich schaue das auf Mediathek. Eine meiner Lieblingssendungen mit Christian Ehring. Dort gibt es sehr viele Beispiele für politischen und bürokratischen Schwachsinn. Aber die Schweizer können das auch recht gut. Ich hatte vor einigen Jahren folgendes Erlebnis, da lebte ich noch in der Schweiz, in Zürich, da gab es so eine Vergewaltigungswelle und ich graulte mich etwas, wenn ich nachts alleine im Dunkeln vom Seminar nach Hause kam und erinnerte mich daran, dass ich als junge Studentin, wenn ich alleine gereist bin, immer so eine Sprühdose mit Tränengas bei mir führte und damit auch schon einmal 7 Marokkaner, die mir eine Wäsche wollten, in die Flucht geschlagen habe. Erfuhr dann aber, dass es dafür einen Waffenschein braucht. Ich ging also zur Kantonspolizei mit meinem Anliegen und wurde zunächst belehrt, dass Tränengas nicht in die Hand von normalen Bürgern gehört. Ich kann zwar einen Waffenschein beantragen für einen Revolver, ein Gewehr, vielleicht auch für einen Schlagring, aber nicht für Tränengas. Stattdessen aber dürfte ich einen Waffenschein beantragen für ein Pfefferspray. Also schon das schien mir etwas absurd, aber ich tat es dann und mir wurde ein Blatt Papier gereicht, doppelseitig eng beschrieben, das ich unterschreiben musste. Und mir erst zu Hause aufmerksam durchlas. Und da stand doch allen Ernstes, dass ich mich mit meiner Unterschrift verpflichte, dieses Tränengas, nicht Tränengas eben nicht, sondern dieses Pfefferspray nicht bei mir zu tragen
und nicht gegen Menschen zu verwenden. Also ich weiß nicht, was ich damit hätte machen sollen, vielleicht in den Küchenschrank stellen oder in die Glasvitrine ins Wohnzimmer. Also das zum Thema Selbstverteidigungsmöglichkeiten für Frauen. Ich schrieb dann einen freundlichen Brief an die Polizei. Ich zöge meinen Antrag zurück, da sich mir die Logik verschließe, würde aber mir erlauben, zukünftig eine Stricknadel, ein Flakon, eine Sprühdose mit Haarlack, das möchte man ja auch nicht in die Augen kriegen, und ein Pfeffertütchen in mein Handtäschchen zu packen. Da es sich um Gebrauchsgegenstände handelt, um normale, gehe ich davon aus, dass es nicht unter das Waffengesetz fällt. Also, wenn Sie lernen wollen, stärker auf Alltagskomik zu achten, dann empfehle ich Ihnen wirklich Satire-Sendungen zu schauen, also nebst Extra 3 vielleicht auch die Heute-Show und Magazin Royal im ZDF oder aber auch Bossetti will reden. Das ist auch eine Sendung, die ich sehr schätze. Die Frau ist unglaublich sprachgewandt. Oder aber Sie können auch ein Humor-Tagebuch führen, in das Sie jeden Abend mindestens 3 Dinge oder Ereignisse eintragen, die Sie erheitert haben. Also das schult auch sehr gut die Wahrnehmung. Wir werden achtsamer für Absurdes, Schräges im Alltag. Setzt aber auch die Grundbereitschaft voraus, sich erheitern zu lassen. Kommen wir nun zu den beiden wichtigsten Kompetenzen, Humorkompetenzen, die uns im Alltag helfen. Da ist zunächst mal die Fähigkeit, auch in peinlichen, ärgerlichen, belastenden Situationen den Humor zu bewahren. Also das kann uns von Spannungsgefühlen befreien, das reduziert Stress, es hilft uns, einen kühlen Kopf zu bewahren und Stresssituationen besser zu bewältigen. Also wir werden belastungsfähiger. Auch hier ein paar Beispiele zu einer peinlichen Situation, die ich einmal erlebt habe. In einem Seminar, das ich gab, stolperte ich über ein Kabel und zwar so unglücklich, dass ich an ein Tischchen stieß, auf dem der Hellraumprojektor stand. Das Tischchen krachte in sich zusammen, der Hellraumprojektor fiel auf den Boden und der Arm brach ab. Und es war natürlich Wochenende, fand in einem Gewerkschaftshaus statt, kein Hausmeister da, ich konnte das Gerät nicht auswechseln und hatte mein zweitägiges Seminar auf Folien aufgebaut. Und Folien sind für einen Dozenten immer auch Stichwortgeber und Gedächtnisstütze, also eine mittlere Katastrophe. Also in früheren Jahren wäre ich sicherlich in Panik geraten, aber zunächst mal musste ich schon unwillkürlich lachen, als da diese Verkettung von Umständen, das Zusammenkrachen des Tischchens und der Overhead-Projektor am Boden. Und dann habe ich mir gesagt, das ist mein Lieblingsspruch, die Todesstrafe ist abgeschafft. Was kann mir eigentlich passieren? Da muss ich jetzt durch. Und dann habe ich aus der Not eine Tugend gemacht und es handelte sich um das Thema ausgerechnet auch noch Auftrittskompetenz und Körpersprache. Und anstatt die Negativbeispiele, also wie man nicht dastehen soll und wie man sich nicht bewegen soll, anstatt die auf Folie an die Wand zu projizieren, habe ich die dann selber vorgeturnt. Das heißt, ich habe mich zum Clown gemacht, zur großen Erheiterung der Kursteilnehmer. Und das kam so gut an, dass ich das in Zukunft dann immer so gemacht habe. Setzt aber voraus, dass man auch den Mut hat, zu seinen Unvollkommenheiten zu stehen. Ein weiteres Beispiel für Ärgersituationen. Also ärgern kann man sich, aber man ist dazu nicht verpflichtet. Ich hatte einmal einen wichtigen Arzttermin in Zürich, stand an der Bushaltestelle, der Bus war da, die Türen geöffnet, der Chauffeur war in seinen Blick vertieft, Blick ist die Schweizerische Bildzeitung. Ich musste mich ein paar Mal räuspern, bevor er gnädigst einmal den Blick erhob. Ich wünschte dann eine Fahrkarte, woraufhin er murmelte, haben Sie ein Stadtbillet? Ich sage, wie bitte? Ich habe kein Wort verstanden. Haben Sie ein Stadtbillet?
ich verstand immer noch nichts. Also er hätte mir sagen müssen, dann, dass wenn Sie in der Stadt Zürich schon mal ein Ticket gelöst haben, dann müssen Sie nur die Differenz von der Grenze bis zu diesem Vorort zahlen. Ich war also verwirrt. Ich zeigte ihm meine Mehrfachkarte, die ich schon mal abgestempelt hatte in Zürich, worauf er mich anflaumte. Ja, das meine ich doch. Ich bin schließlich kein Hellseher. Da fühlte ich mich doch etwas angefasst und sagte zu ihm, also das hätten Sie mir auch etwas freundlicher mitteilen können. Woraufhin er mit martialischer Gestik nach draußen zum Fahrscheinautomaten wies und meinte, wenn es Ihnen bei mir nicht passt, dann können Sie ja da draußen Ihr Ticket lösen. Ich war in Panik, ich hatte kein Kleingeld, wusste nicht, wie der Automat funktioniert, der Bus war kurz vorm Abfahren. Und dann entfuhr es mir, mein Gott, sind Sie noch zu retten, jetzt geben Sie mir den Fahrschein. Was er dann auch murrend tat, aber als er losfuhr, brüllte er durchs Mikrofon, laut durch den Bus, du alte Zwetschge, du willst mich Anstand lehren, wir sind hier in der Schweiz. Eine sehr peinliche und ärgerliche Situation, also diese Beleidigung und alle Fahrgäste schauten sich zu mir um, aber stattdessen musste ich schallend lachen, weil es mir so völlig überrissen und schräg und absurd vorkam, dieser Wutausbruch. Ich konnte es mir dann allerdings nicht verkneifen, an die Züricher Verkehrsbetriebe eine Mail zu schicken. Ich würde mich bedanken für die Bereicherung meines Wortschatzes, weil das Schimpfwort alte Zwetschge war mir nun wirklich noch nicht untergekommen. Und noch ein letztes Beispiel dafür, dass selbst traumatische Situationen mit Humor besser verarbeitet werden können. Ich war mal unterwegs mit meinem Mann in Laos. Wir hatten uns ein Auto mit Fahrer gemietet, der hatte auch noch seinen Cousin mitgenommen. Und wir fuhren auf einer ganz schmalen, sehr kurvenreichen Bergstraße. Auf der einen Seite ein steiler Hang und auf der anderen Seite ein steiler Abhang. Und irgendwann legten wir eine Pinkelpause ein, für die Männer kein Problem. Ich ging schamhaft um die nächste Kurve aus dem Blickfeld und sah dort am Wegesrand einen Busch und denke, wunderbar, da kann ich mich ja hinterhocken. Was ich dann auch versuchte, aber ich stürzte ins Nichts. Ich fiel, dieser Busch, der wuchs so seitlich aus dem Abhang heraus, ich hatte die Situation falsch eingeschätzt. Ich konnte mich gerade noch an einem Grasbüschel festkrallen und baumelte mit meinen Beinen frei über einem zig Meter tiefen Abgrund. Ich hatte nicht die Kraft, mich selber da herauszuziehen, war in Panik und schrie um Hilfe, worauf die Männer meinten, ach, hysterische Frau hat vielleicht eine Schlange gesehen und sich nicht sonderlich beeilten, also für mich eine gefühlte Ewigkeit. Und das ist jetzt wirklich kein Witz. Ich hatte mit meinem Leben abgeschlossen. Ich dachte so, das war's jetzt. Wie Sie sehen, bin ich gerettet worden. Sie haben mich da rausgezogen. Und als ich dann schlotternd auf der Straße stand, also voll gepumpt mit Adrenalin, musste ich herzhaft lachen, statt in einen Heulkrampf auszubrechen, war mir oder stand mir die Absurdität dieser Todesart vor Augen und ich sah so die Bild-Zeitungsüberschrift Deutsche Touristin im laotischen Dschungel beim Pinkeln zu Tode gestürzt. Und ich muss sagen, dieses Lachen hat mich sehr befreit, also es ist kein bleibender Schaden entstanden. Ich habe keine Flashbacks gehabt, keine Albträume, keine Ängste entwickelt, wie das nach so traumatischen Ereignissen geschehen könnte. Also Humor kann einen auch in schwierigen Situationen dazu verhelfen, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen und Schräges, Komisches, Absurdes an einer Situation zu entdecken. Und wenn Ihnen das nicht gelingt, können Sie sich auch mal fragen, was wäre das Komische oder Lustige an einer Stresssituation, wenn sie nicht mir passierte? Ja, und kommen wir jetzt noch zur höchsten Humorkompetenz und sicherlich auch schwierigsten, nämlich die Fähigkeit, über sich selber zu lachen. Das können die wenigsten Leute und auch ich habe das lernen müssen. Also zu akzeptieren, dass ich nicht immer perfekt funktionieren muss. Also Friede zu schließen mit den eigenen Schwächen und Fehlern.
Also ich habe zum Beispiel ein gestörtes Verhältnis zur Technik. Also mir passiert es immer wieder auf Seminaren oder bei Vorträgen, dass der Beamer nicht funktioniert oder nicht so, wie ich das möchte. Und ich habe mir angewöhnt, in solchen Situationen statt schamesrot anzulaufen und hektisch zu werden, zu sagen, Leute, ich weiß, ich bin technischer Neandertaler, wer kann mir helfen? Und dann gibt es meistens ein jüngeres, oft männliches Wesen, das nach vorne stürzt und mir mit zwei Handgriffen mein Problem löst. Eine wunderbare Win-Win-Situation, also mein Problem ist gelöst und ich habe dieser Person ein Erfolgserlebnis gegönnt. Also versuchen, cool zu bleiben, souverän drüber zu stehen und vielleicht eine selbstironische Bemerkung zu machen. Zum Schluss möchte ich noch hinweisen auf den Unterschied zwischen negativem Humor und positivem Humor. Also negativer Humor ist Humor, ist destruktiver Humor. Also Menschen zum Beispiel zu verspotten, um sie zu beschämen oder einzuschüchtern oder sich selber aufzuwerten. Auch Sarkasmus gehört dazu. Sarkasmus ist sehr bissiger, aggressiver Hohn. Oder auch Zynismus. Also Zynismus ist eher eine Weltanschauung, die sich über moralische Regeln oder gesellschaftliche Regeln und moralische Werte hinwegsetzt und die lächerlich macht. Bekannt ist der Spruch von dem alten Dichter Horaz: Glück ist, wenn das Pech die anderen trifft. Und auch mit Ironie muss man vorsichtig sein. Also ich persönlich schätze Ironie. Also ich meine, das kann die Gesprächskultur auch bereichern. Aber Ironie wird nicht von jedem verstanden und auch nicht von jedem vertragen. Und da müssen wir etwas Einfühlungsvermögen besitzen, wann und wo und gegenüber wem wir die äußern können. Zum negativen Humor gehört auch die Tendenz, sich selbst zu entwerten, indem man Witze auf eigene Kosten macht und sich dabei klein macht. Das ist nicht dasselbe wie selbstbewusste Selbstironie. Also positiver Humor ist sozialer Humor, also Humor, der zur Entspannung und Verbesserung von Beziehungen beiträgt. Also positiver Humor ist immer respektvoll, freundlich, wertschätzend und wohlwollend und selbstbestärkend. Also positiver Humor löst positive Gefühle aus und stärkt auch das Selbstbewusstsein. Ja, versuchen wir doch mit Humor etwas entspannter, etwas gelassener zu leben und uns unsere gute Laune nicht verderben zu lassen, auch wenn nicht immer alles so rund läuft, wie wir uns das wünschen. Also frei nach Karl Valentin, der mal gesagt hat, wenn es regnet, freue ich mich, weil wenn ich mich nicht freue, dann regnet es auch. Und nächstes Mal werden Sie erfahren, was die Gelotologie, also die Lachforschung, über die Wirkung des Lachens herausgefunden hat. Also inwiefern Lachen tatsächlich gesundheitsfördernd und heilsam ist und inwiefern Humor unseren Geist, unsere Psyche und unsere Beziehung stärken. Ja, und bis dahin wünsche ich Ihnen viele heitere Stunden und üben Sie Ihren Humor.